Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und heute möchte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute soll es um ein kleines Hidden Toy aus dem Patch 9.2.5 gehen. Und zwar habe ich mir das gerade holen können. Das ist ein Hidden Toy, heißt, es ist einmal nicht in der Toybox aufgeführt. Ich habe jetzt mal alle Toys eingeblendet, die mir noch fehlen. Das sind jetzt hier drei aus dem Sonnenwendfest, was jetzt bald kommt, und dann nochmal ein Toy, das man damals über TCG-Geschichten bekommen hat, was man halt leider nicht mehr kriegen kann. Ich habe jetzt ein Toy gefunden, das quasi nicht dabei ist, heißt, es wird nicht angezeigt und dementsprechend ist es hidden. Das Ding heißt Weisheitsspeichergerät, so rum, und das können wir einmal bekommen über Venari. Ihr seht schon, ich befinde mich jetzt einmal im Schlund, hier wo Venari normalerweise steht, und jetzt haben wir nicht mehr die normale Venari hier stehen, sondern eine Astral-Venari. Das ist quasi so ein Spiegelbild von ihr, weil die normale Venari ihren Tod vorgetäuscht hat. Wenn ihr hier in den Schlund geht und die astrale Venari hier rumsteht, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr euch das Toy holen könnt. Moment, ich zeige euch mal, wo ihr euch das dann holen könnt. Und zwar müsst ihr dann einmal hier hin, und zwar sind wir jetzt einmal in Serra Mortis, hier unten bei den Koordinaten 47, 88, und dort sind wir quasi oben, wo die Konsole ist, der Schöpfungskatalysator, und hier liegt dann Venari rum, aber nur, wenn sie astral im Schlund ist. Ich werde gleich darauf eingehen, wie ihr sie astral im Schlund quasi bekommt. Dann könnt ihr sie nämlich anklicken, es gibt dann einen kleinen Dialogfeld, das klickt ihr halt durch, und wenn ihr das durchgeklickt habt, dann müsst ihr 5 Tage warten. Und nach 5 Tagen bekommt ihr eine kleine Post. Und zwar, Moment, nehmen wir mal schnell die Kati Stanzpfeife. Kann ich euch die Post mal zeigen. Das ist nämlich die hier. Und zwar kriegen wir hier von Venari dann eine Post. Ich hoffe doch sehr, ihr habt nicht geglaubt, dass ich in Serra Mortis gestorben bin. Oder gestorben sei. Ich würde mich ja entschuldigen, aber ein vorgetäuschter Tod ist doch unter Geschäftspartnern keine große Sache. Und dann gibt es hier noch weiter. Also sprich, sie hat ihren Tod nur vorgetäuscht. Und Anhang an diesen Brief ist halt dann besagtes Toy. Das lernen wir jetzt einmal. Und schauen uns mal an, was das Ding kann. Es steht hier auch übrigens durch, was ist das? All the Things, glaube ich, dran, dass es hier niemals im Spiel verfügbar war. Das ist halt noch vom PTR überholt, ne? Perfekt, wir können es jetzt nicht testen, weil es hier anscheinend buggt. Kann ich es vielleicht mit einem anderen Twink machen? Wunderbar, meine Addons blocken das gerade. Vielleicht können wir es mit dem testen. Da haben wir es, Speichergerät. Da seht ihr, dann haben wir quasi hier so eine kleine Rune, die können wir anklicken. Und dann können wir ein paar Fragen stellen. Stellt dem Gerät eine Frage. Kleinen Objektenblick seht ihr über euch herum Dinge, okay, na gut, ist es jetzt weg? Nee. Also wir kriegen dann einfach so Nachrichten. Ah, dann können wir die Regeln von Venari können wir noch angucken. Und was gibt's hier noch Schönes? Ruft Venaris Beschreibung auf, das können wir dann auch noch anklicken. Okay, also es sind hier ein paar ganz nette Sachen. Wir können halt die ganzen Regeln auch angucken, ne? Die wir schon kennen aus der Questreihe von Venari. Regel 1, ich glaube, gab es 7 Regeln? Ich dachte, es gab nur 6 Regeln. Verrat ist unausweichlich. Naja, okay, doch, das kenne ich irgendwo her. Genau, das können wir halt mit dem Ding machen. Viel mehr ist es nicht. Jetzt noch eine kleine Info dazu, wie ihr dementsprechend Venari astral bekommt. Ne? Bei mir war sie, als Patch 9.2.5 rauskam, direkt astral mit dem Main. Beim Twink habe ich schon geguckt, da ist es nicht der Fall. Heißt, man muss ein paar Voraussetzungen dafür erfüllen. Ich kann euch jetzt nicht 100% sagen, ob alle Voraussetzungen genauso sind. Ich habe jetzt auf WoW Head mal ein bisschen nachgeguckt, was Leute geschrieben haben. Und zwar ist es so, dass manche behaupten, man muss anscheinend den Chaler töten. Habe ich mit meinem Main sowieso schon gemacht. Dann gibt es hier Leute, die meinen, man muss ein paar andere Sachen machen. Und zwar gibt es hier die Mutmaßung, dass man die Kampagne aus 9.2 komplett spielen muss. Also wahrscheinlich die Kampagne hinter Mortis. Dann muss man alle Konversationen belauschen, die quasi nach dem Cinematic mit Sylvanas stattfinden. Also dieses neue End-Cinematic. Da gibt es dann ein paar Konversationen, da muss man die Sachen anhören. Und dann soll das anscheinend funktionieren. Manche behaupten auch, man braucht Inji. Kann ich definitiv sagen, dass man kein Inji braucht, denn mein Main hat kein Inji und bei dem hat es tatsächlich auch funktioniert.
Kann natürlich sein, dass ihr den Jailer-Kill auch braucht, dass ihr diese Story quasi komplett fertig habt, das kann ich euch nicht sagen. Bei mir war es halt so, ich konnte es direkt nach Patch 9.25 erledigen, aber ich habe auch alles Mögliche gemacht schon vorher, weil es einfach vom Collecten für mich eh schon relevant war. Gut, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ich hoffe, dem einen oder anderen sei damit geholfen. Wenn ihr das Ding nicht holen könnt, beziehungsweise bei euch Venari nicht astral ist, schreibt es gerne rein. Vielleicht habt ihr dann eine Lösung, die, was anderen helfen kann. Ich kann halt nicht sonderlich mehr zu beitragen, was bei mir halt schon so funktioniert hat. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.